Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Starkiller für Videospielplatz.eu und heute mit einem weiteren Unboxing. Nachdem wir vor kurzem Assassin's Creed Unity, das neue Assassin's Creed, für die Next-Gen-Konsolen hatten, haben wir heute Assassin's Creed Rogue für die Xbox 360 in der Collector's Edition. Im Gegensatz zu Unity gibt es das auch, glaube ich, nur in dieser Edition. Und nicht in 20 Millionen anderen Editions. Wollen wir schauen, was hier so dabei ist. Wir haben einmal die Collector's Box, das Artbook, drei Lithografien und den offiziellen Soundtrack. Also quasi, wenn man das andere Unboxing gesehen hat, ist es quasi fast das gleiche. Außer, dass man hier eine Lithografie mehr hat, als in der anderen Box, die es vorgestellt hat, die Bastille Edition. Dann wollen wir das Ganze mal freien. Schauen wir mal, wie das geht. Das Plastik. Plastik mal so zur Seite tun. Oh, das Ganze aus diesen Pappschuhe befreien. Also im Gegensatz zur Bastille Edition ist das jetzt hier ein Pappkarton, den man aufmachen kann. Also es ist kein Metall wie bei der Bastille Edition. Dann holen wir das Ganze hier. Hier haben wir das Spiel in der normalen Verpackung. Steht sogar nicht drauf, dass es nur als Bande verkauft werden darf. Also kann man es auch einzeln verkaufen. So. Das machen wir gleich auf. Schauen wir uns erstmal, was wir so an Extras haben. Okay. Einmal das Artbook Assassin's Creed Rogue. Im Gegensatz zu dem Hardcover-Einband bei Assassin's Creed Unity haben wir hier jetzt nur einen Pappeinband, Einschlag. Hier haben wir wieder ein paar Artworks, Characters, The Morrigan, North Atlantic, New York. Im Gegensatz zu Unity ist Assassin's Creed Rogue von der Technik her, glaube ich, eher so der Nachfolger von Assassin's Creed Black Flag. Also es gibt auch noch Schiffe. Und also das, was mir bei Black Flag sehr gut gefallen hat und was mich gewundert hat, dass sie es bei Unity schon wieder rausgenommen haben mit den Schiffen, finde ich gut, dass es das hier wieder gibt. Dann haben wir hier den Soundtrack. Hier stehen sogar die Songs drauf. Weiß ich an der Zahl, also werden relativ kurze Sachen sein. Schauen wir mal gerade. Schick gemacht, die CD. Und hier kommen dann die Lithografien, wieder verpackt in einem Umschlag. Schauen wir uns die auch noch an. Assassin's Creed Rogue spielt man mal was ganz anderes als bei den bisherigen Teilen. Sonst hat man ja immer entweder hat man den Assassinen gespielt. Jetzt, soweit ich das weiß, schauen wir auch mal noch hier drauf. Jagd auf die Bruderschaft, genau. Man spielt einen Assassinen, der irgendwann im 18. Jahrhundert in Nordamerika von den Assassinen verraten wird und dann quasi den Templern überwechselt und Jagd auf Assassinen macht. Also quasi mal die Gegenseite. Im Gegensatz zu der PlayStation-Version haben wir bei Xbox 360 wie immer keinen Aufreißstreifen. Machen wir das mal mit den Fingern. Ich halte das mal gerade aus der Kamera raus, falls irgendwelche Codes direkt da drin liegen. Ich würde sie ja gerne auch noch dann benutzen. So. Schon diese blöden Xbox 360 Aufkleber.
Ah, ich hab's gleich. Moment. Genau, und hätten wir das aufgemacht, wäre uns direkt der Code entgegengeflogen, was schon mal gut ist, dass ich dann aufgepasst habe. Hier die Verpackung mit der CD drin, nicht besonders viel. Dann haben wir hier einen Code für The Armor of Sir Gunquest und The Siege of Fort de Sable. Okay. Zusätzlich dazu. Was machst du? Ich leg's mal so rum da rein, damit man es nicht sieht. Ja. Und eine Mini-Anleitung. Also, es war ein bisschen billiger als die Bastille Edition bei Assassin's Creed Unity. Ich bin mal gespannt, wie das auf der Xbox 360 noch läuft und soll halt quasi so die letzte Version für die alten Konsolen werden und trotzdem mit den Schiffen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin froh, dass sie da noch einen Teil rausbringen. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Also ich freue mich sehr darüber, wenn ihr positives Feedback in den Kommentaren gebt oder halt, wenn irgendwas schlecht war, negatives Feedback. Alles ist willkommen. Das war wieder euer Starkiller für videospielplatz.eu und bis zum nächsten Mal.